Kano. Let's run, Kano. Okay. Deutlich nachhallen. Die 12. Runde. Es wird auf jeden Fall nochmal alles abgerufen werden. Man muss die Runde nach Punkten holen. Das würde reichen, hat man bei Hilderim gesagt. Aber der will auch mitfighten. Der will sich hier irgendwie auch dafür ein bisschen revanchieren, dass er das alles nicht so hingekriegt hat, wie er es wollte. Und wenn er jetzt in der 12. Runde dann derjenige wäre, der es vielleicht vorzeitig schafft, naja, dann kann man ja das alles auch wieder ein bisschen schöner und klarer und freundlicher sehen. Aber er muss aufpassen, dass er nicht mehr Volltreffer kassiert, wenn er da vor Lolenga Mock steht. Wir schauen auf die Schlagstatistik. Mehr Schläge Mock, mehr Treffer Hilderim. Und wenn sich das auf diese bisherigen 10, 11 Runden aufteilt, dann kann das richtig knapp sein auf den Punktzetteln, auf den auch wegen der guten ersten Runde und wegen vieler enger Runden, die er am Ende doch geholt haben sollte, Hilderim vorne liegt. Das haben wir ja gehört beim Open Scoring, dass das die Punktrichter so bewerten. Es hat sich Tape gelöst und zwar sehr gelöst. Da ist fast, naja, was werden das sein, 40 cm, die da rumflattern. Sieht der Ringrichter nichts. Doch, doch, der wird gleich unterbrechen. Nein, stopp, stopp, nein. Ja. Vamos. Na, beeil dich ruhig ein bisschen. Das soll ihm nicht viel Zeit zum Verschnaufen bringen. Die Zeit wurde angehalten. Aber sowas abzuschneiden oder neu zu verkleben, das kann eine Zeit dauern. Das kennt man vom Handwerk manchmal. Das muss mit großer Sorgfalt gemacht werden. Und dann geht es weiter. 1,27. Sagen wir anderthalb Minuten noch. Jetzt hat sich bei Herrn Mock das auch gelöst. Die haben richtig viel investiert, die haben richtig Kondition gelassen. Die werden beide froh sein, wenn hier der Schlussgong kommt. Ein intensives Duell, ein heiß umkämpftes Duell. Kein technisch super schönes Duell. Da kann man wirklich sagen, dass es eine Schlacht war. Also wird jetzt sehr mit der Physis gemacht und stopp! Hohe Tempo. Irgendwie zum Körper schlagen in der Hoffnung, dass man die Deckung runterkriegt und dann oben eben diese Treffer reinbringen. Guter Treffer. Boah. 18 Sekunden und jetzt merkt Lenker Mock, na komm, das muss jetzt einfach nochmal weitergehen. Der andere muss Stop. Halten, Hilderim Stop. Muss halten, klammern. Es sind nur noch wenige Sekunden. Das macht er dann wieder klug, das macht er dann wieder gut. Und wenn er jetzt stehen bleibt und er wird stehen bleiben, dann wird das am Ende auf den Punktsieg für Avni Hilderim rauslaufen. Aber meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, das offizielle Urteil. Sergio Silvi scored in den Fight 113-112, 113-112 für Hilderim. Jürgen Langos scored in den Fight 113-113, 113-113. Und Maurizio Rinaldo scored in den Fight 116-111, 116-111 für Hilderim. Gewinner durch Majority Decision. Alter und neuer International Champion. Also wir haben einmal 116-111 zugunsten von Hilderim. Wir haben einmal 113-112. Ganz schön knapp und ein Unentschieden. Also die Mehrheitsentscheidung zugunsten von Avni Hilderim.